Fehler in Beschlüssen oder was sogenannte Reichsbürger immer wieder bemängeln. Das Urteil ist nicht unterschrieben. Ich erkläre euch, worauf es ankommt, worauf ihr achten müsst und wie die Hintergründe sind in diesem Video. Welcome to Active News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin Volljurist und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Wer hört es immer wieder? Mein Beschluss ist nicht unterschrieben. Mein Urteil ist nicht unterschrieben. Das ist doch ganz einfach. Ein nicht unterschriebenes Urteil ist ein Nichturteil. Ein solches Urteil kann keine Rechtskraft entfalten, daraus kann nicht vollstreckt werden, etc. Das Problem ist halt nur, anders als viele Leute glauben, dass sich die Unterschrift gerade nicht aus dem Wisch ergibt, den ihr selber zu euch nach Hause geschickt bekommen hast. Wenn wir in den Paragraph 315 ZPO reingucken, dann werden wir uns da recht schnell mit der Situation auseinandersetzen, die wir hier nun mal haben. Ja? Das heißt, das Urteil ist von den Richtern, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben, zu unterschreiben. Das Urteil ist zu unterschreiben. Aber was ist das, was ich nach Hause geschickt bekomme? Ist das ein Urteil oder ist das was anderes? Gucken wir doch weiter im Gesetz. Wir blättern einfach zwei Paragraphen weiter in dem Paragraph 317 ZPO. Für die, die es nicht wissen, diese Paragraphen sind natürlich auch im VMFG anzuwenden. Haben wir, die Urteile werden den Parteien, verkündete Versäumnisurteile nur der unterliegenden Partei, in Abschrift zugestellt. Das, was ihr also nach Hause geschickt bekommt, ist nicht das Urteil, sondern eine Abschrift des Urteils. Und Absatz 2, Ausfertigungen werden nur auf Antrag und nur in Papierform erteilt. Was ist jetzt also, ja, der Unterschied zwischen Ausfertigung und Abschrift? Um das herauszufinden, müssen wir in ein anderes Gesetz gehen, nämlich das Beurkundungsgesetz. Und da müssen wir runtergehen bis zum vierten Abschnitt, Behandlung der Urkunden, Ausfertigung. Paragraph 47 ist es. Die Ausfertigung der Niederschrift vertritt die Urschrift im Rechtsverkehr. Die Ausfertigung ist also eine Kopie des Urteils, die aber aufgrund ihrer besonderen Funktion als Ausfertigung geeignet ist, im Rechtsverkehr anstelle der Urschrift aufzutreten. Einfacher formuliert, ihr könnt mit der Ausfertigung des Urteils vollstrecken, mit einer bloßen Abschrift aber nicht. Ein weiterer Unterschied ist, ja, für die Zuständigkeit für die Erteilung der Ausfertigung, die Ausfertigung erteilt die Stelle, welche die Urschrift verwahrt. Eine beglaubigte Abschrift kann im Prinzip jede Behörde herstellen. Die aber reicht ja nicht für die Vollstreckung. Da brauchen wir natürlich auch noch die Vollstreckungsklausel, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Hier geht es ja nur um den Unterschied zwischen Abschrift und Ausfertigung. Also nur diejenige Behörde, die das Urteil erlassen hat, kann auch die Ausfertigung ausstellen. Und nur mit dieser Ausfertigung kann dann auch entsprechende Mittel weiter eingereicht werden. Wenn ihr also schauen wollt, denn weder Abschrift noch Ausfertigung werden unterschrieben, ob euer Beschluss falsch ist, müsst ihr in die Akte reinschauen. Das Original, die sogenannte Urschrift des Urteils, muss unterschrieben sein. Ich meine, ich habe das ja schon im anderen Zusammenhang mehrfach gesagt. Ich verstehe es nicht, warum man nicht einfach für die Abschrift eine Kopie der unterschriebenen Urschrift nimmt. Das gleiche gilt natürlich für die Ausfertigung, dann wird sich nämlich diese ganzen blöden Fragen nicht stellen. Das ist Bequemlichkeit, aber natürlich auch eine Möglichkeit, um Fehler zu verheimlichen. Ich meine, da wäre ein Änderungsbedarf da. Gleichwohl muss ich ganz klar sagen, diesen, ja, ich nenne es einfach so böse Reichsbürger-Theorien, die da immer rumschwirren,
Die würde ich mir definitiv nicht ohne Einsicht in die Akte zu eigen machen und bemängeln, dass das Ganze unterschrieben ist. Außer es ist nur der Mann. Natürlich könnte gegenüber dem Gerichtsvollzieher sagen: Moment, für mich ist nicht klar, ob die Urschrift überhaupt unterschrieben ist. Dann natürlich sagen: Die Beglaubigung, dass die Ausfertigung mit der Urschrift übereinstimmt, bla bla bla. Das könnt ihr natürlich machen, aber das übermäßig zu lamentieren halte ich für falsch, weil ihr da einfach Gefahr lauft, als sogenannte Reichsbürger behandelt zu werden. Trotzdem soll es vorkommen, viel seltener als man denkt. Ich habe trotzdem mich entschieden, das in diese Reihe mit aufzunehmen. Man muss einfach abklären, wenn man da Bedenken hat. Dann sieht man einfach weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein bisschen zur Erhellung beigetragen. Wenn nicht, kommentiert es doch bitte unten einfach in den Kommentaren. Like das Video, shared, kommentieren ist mir am allerwichtigsten. Da könnt ihr gerne auch neue Ideen für neue Videos einbringen. Und wer ansonsten von euch noch helfen möchte, oben in der Infobox, der Link auf Steady, da könnt ihr mich finanziell unterstützen für dieses Projekt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Bis bald und Servus.